Nach zwei Niederlagen in Folge Ante Čović und Hertha BSC zu Gast bei Semih Keskin und Viktoria Berlin. Die Gäste aus Charlottenburg mit dem besseren Beginn. Aksakal, Doppelpass mit Hüter. Aksakal findet wieder Hüter und der legt auf für Rölke. Kinzig im Nachfassen, Hertha dominant. Die 9. Minute, Hertha mit 3-9. Kessig bedient, Florian Haxa. Auch hier Maximilian Kinzig mit Problemen. Der U19-Keeper, neue Nummer 1 im Winter. Jetzt mal Viktoria. Zwei Spiele ist man ungeschlagen. Bei Lok gewann man im Plache. Mai lässt klatschen für Okpaidze. Erste gute Chance für Viktoria. Zweites Spiel im heimischen Stadion Lichterfelde seit Oktober 2020. Die Anfangsphase hat es in sich. 10. Minute. Ecke, Mesut, Kessig. Und der Ball landet bei Aksakal. 1-0 Hertha. Und dieses Tor so wichtig für ihn und für Hertha BSC. Es ist das erste Tor für Aksakal nach seiner Verletzung. Traf zuletzt am 26. August gegen Tennis Borussia Berlin. Kessigs Ecke durch alle hindurch. Aksakal ohne Geleitschutz. Hertha weiterhin die bessere Mannschaft. Von Viktoria kommt wenig. Doch dann das, Robert Quasigroch. Mit diesem katastrophalen Zuspiel. Kütsch, gedankenschnell. Enes Kütsch gegen Röcker. Und dann wird Kütsch zu Fall gebracht. Philipp Firok zeigt auf den Punkt. Keine zwei Meinungen hier. Ulrich mit dem Tritt gegen das Standbein. Klare Sache, Strafstoß. Der Gefaulte tritt selbst an. Enes Kütsch gegen Robert Quasigroch. Sein Fehler ermöglichte den Pfiff erst. Kütsch traf schon gegen Lok. Und auch heute trifft er. Schweißt ihn ein unter die Latte. Keine Chance hier für Quasigroch. Viktoria gleicht aus 1-1. Drittes Saisontor für den 26-Jährigen. Versöhnlicher Halbzeitstand für die Viktoria-Fans. Gute Haltungsnote bei Vater und Sohn. Die 64. Minute. Viktoria steigert sich deutlich. Hertha kontert. Abdulatif mittlerweile eingewechselt. Belebt das Spiel. Haxa mit der Reingabe. Und die landet über Badja im Tor. Hertha geht durch ein Eigentor in Führung. Mit einem Sieg heute springt Hertha auf Platz 11 in der Tabelle. Badja ganz bitter für ihn, keine Chance für Kinzig. Wie antwortet Viktoria? Noch 15 Minuten zu gehen. Kütsch. Yilmaz neu im Spiel. Wird gefoult von Čović. Und wieder gibt es einen Elfmeter für die Südberliner. Auch hier klare Sache. Čović trifft nur Yilmaz. Hertha zu unkonzentriert. Und wieder Kütsch. Behält er diesmal auch die Nerven. Auch beim zweiten Mal gegen Quasigroch. Erster mittig, scharf. Und der zweite mit Gefühl ebenfalls in die Mitte. Abgezockt, wie Kütsch das macht. 2-2, Viktoria. Und Hertha kassiert zwei Elfmeter Gegentore. Und Ante Čović? Der verlässt das Spielfeld direkt nach dem Gegentor. Auflösung folgt später. Schlussphase, 5 Minuten vor Schluss. Das Hinspiel gewann Hertha mit 3-2. Damals drehten die Gäste das Spiel. Gündüz geht vorbei an Cvetinovic und Dehl. Hat das Auge für Abdulatif und Cima am zweiten Pfosten. 3-2 Hertha. Welche Last da abfällt nach zwei Niederlagen in Folge. Cima, A-Juniorenmeister, durchlief alle Jugendmannschaften der Hertha. Sein erstes Saisontor. Doch dieses Tor verdankt Cima allein Gündüz und Abdulatif. Gündüz dribbelstark, aber diese Vorbereitung von Abdulatif technisch Weltklasse. Hingucken und genießen.
Die 89. Minute Viktoria mit mehr Spielanteilen in Durchgang 2. Wollen hier noch was mitnehmen. Badja auf Laurenz Dehl. Gunther und Dehl völlig frei. Riesenmöglichkeit für Viktoria. Baugleiche Szene. Nochmal Kütsch. Letzte Aktion im Spiel. Diesmal verlängert Dehl. Für Phil Harris. Kaum zu glauben, auch für Semi Keskin. Effiziente Herthaner gewinnen mit 3:2 gegen den Drittliga-Absteiger aus der Hauptstadt. Sondern wir müssen einfach vorne konsequent sein und die Dinger reinmachen. Und dann geht so ein Spiel vielleicht ganz anders aus mit einem deutlicheren Ergebnis. Stattdessen steht man halt mit 3:2 hier und ich glaube, das ist... Vorwürfe kann man halt nicht machen, aber wenn man die Tore vorne nicht schießt, dann kassiert man sie halt hinten. Wir haben viel bessere Spiele gemacht, wo wir nichts mitgenommen haben, aber heute müssen wir phasenweise leiden. Trotz alledem, glaube ich, wenn du 3 Tore hier schießt, glaube ich, bist du in der Lage, auch 3 Punkte hier mitzunehmen. Sie sind nach dem letzten Gegentor von Viktoria ganz kurz in den Kabinentrakt gegangen. Was hatte es auf sich? Zu viel Wasser zu mir genommen. Zweiter Auswärtssieg für Ante Čović und Hertha BSC in dieser Saison. Genau wie im Hinspiel gewinnt man mit 3:2. Die erste und die zweite Mannschaft mit jeweils 2 Siegen an diesem Sonntag. Der Hertha-Dampfer wieder auf Kurs.